Wir sind in Südnorwegen unterwegs und machen einen kurzen Abstecher an den Flekkefjord. Denn hier, gut geschützt, da liegt sie, die Blubberblasenbucht. Eine kleine Bucht mit Fanggarantie. Zumindest Fische für die Pfanne gibt es hier reichlich. Das Geheimnis? Diese kleinen Bläschen. Die Blubberblasen. Kein Naturphänomen, sondern leicht zu erklären. Dieter im Weiß lebt am Flekkefjord, vermietet hier Unterkünfte und kennt sich bestens aus. Auch mit der Lachsfarm, die in der Bucht liegt. Die Blubberblase kommt her durch den Sauerstoff, der oben von den Behältern, wo die Fische aufgezüchtet werden, kommt im Prinzip die Blubberblase hoch. Ja. Und dadurch kommt auch Futter mit rein, Pellets, ja, ganz kleine Pellets natürlich, weil eben die Fische sind ja nicht sehr groß. Und dadurch steht der Fisch hier oben auch. Viele Blubberblasen plus viel Nahrung gleich viel Fisch. Hier in der Blubberblasenbucht frisst sich fast alles satt. Wir haben Dorsch hier, wir haben Lenk hier, wir haben auch Blattfisch da, wir haben alles da. Ja? Also steht alles da unten. Ja? Man muss direkt über der Blubberblase angeln, um jedenfalls an den Fisch ranzukommen. Ja? Die Blubberblasenbucht im Flekkefjord in Südnorwegen. Und natürlich hat der neben einer traumhaften Kulisse noch einiges mehr zu bieten. Weitere Infos gibt es direkt im Internet bei Dieter im Weiß unter fleckefjord.de.